mit meinem neuen Wildcard-Nutzer. Asura! Hallo. Okay. Ja, warten wir noch. Auf die Kontrahentin. Ihr seht, er ist schon startklar. Er ist schon im Charakterbildschirm. Ich denke, Bild wird da gleich noch größer. Du hast die Skalierung von Arge bis hier runtergedreht, ha? Nee, lass, alles gut. Das ist nur fürs Menü. Ich denke, das Spiel ist normal groß. Wenn du so das eingestellt hast, würde ich alles so lassen. Hat ja so Gründe gehabt, dass du das so hast. Einen wunderschönen. Sitze. Bist du soweit? Ich bin aber sowas von bereit. Asura weiß auch schon Bescheid, wenn mir runterzähle. Was das für ihn heißt. Und er wird auch von uns aufgeklärt. Mit seinen 5 Lebe, 10 Minuten und so weiter. Wenn man sagt, let's go, ha? 3, 2, 1. 1. Gut. Ja. Genau. Ich habe neue Blueprints wieder. Vom letzten Dreh, wissen wir ja. Es gab Mammut. Und eine Fackel. Der einzige Vorteil an der Fackel ist, sie halt länger. Ansonsten sehe ich, okay, großer Nutzen drin. Das war übrigens mein Werkzeug-Blueprint. Man sehe meine Begeisterung dabei. Aber für der Flex mache ich meine. Habe ich denn eine Dunning gelegt? Habe ich den nicht da reingelegt? Ah ne, das ist die Gamma. Wir waren ja bei Gamma. Asura ist schon mit dem Node One. Na, wie krass ist es mit XP? Ja, ein bisschen. Ja, ich bin fast Max Level. Ja, habe ich ziemlich nach einer Node. Wenn ich dich hole soll, saß. Bis jetzt habe ich immer gesagt, ja, die Leute müssen selber zu mir kommen. Look at my horse. My horse is amazing. Give it a lift. Willkommen im Stream. Nämlich vorbei. Dann ist das nämlich schnell erledigt, dann bin ich gleich drin. Ja. Mich ist überfüllt, total überfüllt. So, dann komme ich mal rum. Ja, bitte. Vermutlich roter Ark. Ja, ich bin. Ich
Geh mal schnell zum Roten Hack und dann. Ne, muss schon nicht. Holt nur bis, ob der in deiner Nähe ist. Ja, ist er. Ich war ja bei dem Nordmann. Unter dir. Cool, ich kann nicht inladen. Warum kannst du nicht einladen? Weil du kein Admin bist, habe ich recht? Richtig. Dann musst du dich einmal zum Admin machen. Hast du den Befehl oder brauchst du den Befehl? Ich kann hier ganz schnell rüber. Ja, ich muss erst mal blind machen, das Stream. Ja. Direkt Tribe-Besitzer dann, oder? Ich bin schon fertig. Ach, bist schon fertig? Okay. Das ist ja alles in dem Show Your Admin Manager mit drin. Ja, ich mach das über so ein normales Command. Immer. Okay. Ich lauf halt jetzt mit Stern rum, aber ich hab okay Ding an. Jo, sehr. Ist drin. Gut, dann viel Spaß in der Base. Bist du hier? Ah ja. Ja, bin ich. Bin nur ein bisschen schneller unterwegs, 250 Movement Speed. 250? Ja. Gut, ich habe 184, das reicht vollkommen aus. Ich wusste ja, dass du kommst und hab dementsprechend schon Flugdinos. Gebreedet. Und gebreedet. Die müssen erst noch wachsen. Achso, ja gut. Darf ich mir denn eine Rüstung bauen? Ja, alles. Do it. Flak, Blueprint, Brust ist in der rechten Smithy, alles andere müsste in der voll Smithy zu finden sein. Aber der Flak, Blueprint, Brust solltest du aus der anderen mitnehmen. 900. So, am Soul Terminal, ich habe anscheinend doch noch zwei Petris drin gehabt. Sind jetzt drei Petris und Archie, ich weiß ja nicht, was du willst. Wird wahrscheinlich zum Archie nehmen. Süße Matze. Willkommen im Stream. Das hätte ich gern, dass das dein Tribe wäre. Na. Muss halt bald ans Terminal, damit sie halt erwachsen. Wachsen und dann craften. Das Terminal steht vor deiner Rexe. Ich hab's schon gefunden. Ja, hast du das Stream, Axi. Petri haben wir sogar. Wobei, Archie haben wir, glaube ich, auch Blueprint-Sattel. Futter musst du nicht machen, die Nanny ist voll, der Futterbuch ist voll. Hauptsache, hier geworfen. Steht da. Müsste auch ein gescheiter Sattel geben. Aber wofür ich mal ein Sattel brauche, das krieg ich nicht. Das Gefühl kenne ich. Wenn du einen Juti-Sattel findest, ich tausche. Ja, wenn. Vielleicht haben wir heute mehr Glück. Ja, mal schauen, ne? Weil den Beauty-Sattel nehme ich sofort. Asura. Verewigt sich für immer. Er hat zwar Archie so genannt, wie er. Ja,
Warum denn nicht? Aurora mag das nicht, wenn die Tiere heißen wie Spieler. Das ist. Kannst du auch anders machen? Nein. Bei dir ist es in Ordnung. Bleib. Ich habe die Thüler dahin. Mich hat einer auf Twitch geratet und habe ich die Thüler nun benannt. Und als ich in eine Höhle hin musste und die Thüler nicht durch den Ingang gepasst habe, habe ich halt Item Drop gemacht. Und er dachte, es ist ein Spieler dort, der gerade in die Höhle hin ist. Weil er vorverreckt ist, ja. Warum nicht? So, ja. Gucke ich gleich mal noch Tributviecher. Ja. Denk ans Fernglas. Stimmt, die ganzen Basics-Sachen. Ja, das ist hier das coole Fernglas drauf. Wo du in die Drops reinschauen kannst. Tracker, darf man den machen? Ja. Wir haben kein Items-Verbot irgendwie, außer diese Potions. Die Heal Potion, ja. Energy Potion, die nicht. Alles klar. Die kriegen wir nur über Glücksrad. Recht haben wir nichts verboten, oder vergesse ich was? Also. Smoke Lady, vergesse ich irgendjemand? Nein. Das war nichts verboten. Bis auf die Potions, genau. Ja. Das heißt, diese Energie-Potions, die Healing-Potions, die sind nur für das Glücksrad gedacht. Ja, ich sehe es. Die einem übrigens wirklich sehr in den Arsch schritten können, wenn man die besitzt. Also. Und dann auf der Leiste hat, wenn es notwendig ist. Ja. Ja, dafür muss es aber auch auf der Leiste sein. Mhm. Tja, das Tributglück ist nicht mit mir. Schade. Ach ja, die Aufgaben. Ich muss bei dem Rad noch was hinzufügen. Wegen den... sag mal schnell. Weil deine Kill. Silvan droht mir schon, also droht uns schon Aufgabe an. Naja, umso besser, wenn wir Wild Dino Kill kriegen, why not? Ja, im Fall von Asura, wo wir ja direkt drehen. Das andere drehen wir ja erst. Wenn irgendwas ist, Pause oder so. Sonst drehen wir ja immer erst am Schluss. Im Fall von ihm würden wir direkt drehen. Also meinem Tribe mäßig. Das ist so ein Terrazino, das wäre für Impi ganz interessant. Terrazino? Ja, von der Farben her. Achso. Das hat so ein Türkis drin. Ich habe ja gar nicht die Zucht so aktiv. Gut, der Tribut ist nicht. Was mache ich noch? So, zack, 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 zack. Blub, 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 blub. Grüne Arc-Aufgaben. Stimmt, Megalania. Megalania muss ich sammeln. Da habe ich ja auch nichts gefunden gehabt. Schon mal eine Mission wieder. Und ich bin fertig mit Ausstattung. Ich denke, Moment. Pumpe aus dem Fabricator hast du? Kein Poli, das wollte ich gleich holen, dafür habe ich mir schon klapp gemacht. Oh, okay. Ich habe erstmal Poli voll gefarmt. Es gibt TP, ne? Hast du die TP-Fernbedienung schon? Ja. Yeah. Fresser war das, wo ich hier bin.
der Aufgabe saugt das Gelaff. Aber ich muss erst mich in Sicherheit kämpfen, Moment. Ich kann auch vorlesen. Ja, gut. Er soll 5 Dodos tame, einmal drehen, dann ein Dodo-Ei machen, nochmal drehen, den Dodo ohne Nanny auswachsen lassen, zweimal drehen, schafft er alles, viermal drehen, gesamt stirbt der Baby-Dodo, sind alle Aufgaben verloren. Das ist eine Aufgabe für dich. Ja. Ja, let's go. 5 Dodos und Ei machen. Alles klar. Das ist dabei. So, hab alles, was ich brauche. Hier ist wieder keine Megalania in der Höhle. Wahnsinn. Darf ich mir hier eins von den Archies nehmen, die hier rumstehen? Solange wie meiner nicht ausgewachsen ist. Ja. 100 PT. In die Kugeln hin und dann ist er Adir. So, haben wir das. Einmal Dodo, einmal Dido. Sechs Alphas töte. Dreimal dreh. Okay, sind die Quests sofort oder ist das Die Alpha ist der ganze Stream. Da müssen wir 6 Alphas insgesamt killen. Turbo mache ich mich mit einem Schlag. Flieg mit einem Petri einmal an der Map-Grenze entlang. Ich habe schon 2 Dodos. Einmal drehen. Also einmal die Map komplett abfliegen im Quadrat. Ja, mache ich. Das zählt für uns alle. Ach so. Einmal abfliegen oder was? Einmal die Map-Grenze abfliegen, einmal drehen. Na gut, da bin ich gleich schnell durch. Einmal die Grenze suchen. Da und gib ihm. Aber zwischenlanden müssen. Ja, ich bin jetzt gerade in unserer Höhle. Ich brauche noch Pistati. Dodos. Ich bin noch der letzte da unten. Hat geschrieben, dass wenn man die Map-Grenze umfliegt, ohne landen. Ohne landen? Ja, ohne landen. Böse. Nein. Ich nehme die Petri. Mit einem Petri muss es hin. Steht Petri drin? Moment. Ja, Petri steht drin. Ja, PT habe ich jetzt. Ich nehme es trotzdem, Mann. Es ist egal, wer von uns beiden das macht, theoretisch, oder MP? Wenn wir es beide machen, kassieren wir doppelt ab. Ach so, okay.
Ja. Das Kleingedrückte. Naja, die erste Hälfte habe ich gleich schon. Ich komme mal zurück. Das ist ja schnell erledigt, das drumherum fliehen. Es ist viel schlimmer. Weiblich, weiblich, männlich, männlich. Ich hoffe, das reicht noch bis gleich zu Ende. Sonst haben wir gleich ein Problem. Was ist, wenn man es nicht schafft? Kaum nix. Gut. Gut nix, ich denke immer Bett hier. Denke. Ja, es gibt ja auch Sachen, wo du dann keine Strafe kriegst. Und ich werde es, denke ich mal, ausdauermäßig nicht schaffen. Meine Ausdauer ist gleich viel. Ich habe jetzt noch einen Längengrad zu fliegen und einen halben Ding. Oh, warum habe ich mal jetzt Archie gemacht? Ah! Es muss doch ein Petri sein. Einmal schon mit der Border gekuschelt. Ja, ich kuschel die ganze Zeit schon mit der Border. Puh, Border da. Jetzt wird's dauern. Oh, scheiß Ausdauer. Genommen halt dazu. Das ist ja scheiße. Nein. Flieg mit einem Petri einmal an der Map-Grenze entlang. Weil ich sehe da schon wieder so dicky grau. So. Das müssen wir doch ausnutzen. Ich bin ein Gott, du stumpfe Kreatur! Eklig. Ich lasse mich nicht malträtieren von. Mickriger Gott. Grüße, willkommen im Stream, Senner. Ja. Ich zeig da aber noch was, was du nicht geschrieben hast. So. Ich bin an der Map-Grenze. Bin an der Map-Grenze und ich würde jetzt die Aufgabe starten. Ich fliege. Mach der Petri Follow und fliege mit meinem Petri die Map-Grenze entlang. Halt die Flügel aus dem Spiegel, Hanke, Ausdauer. Ich brauche zwar länger als die andere zwei, aber pff, ich muss nicht landen. Gut, du kannst dich auch auf deinen Pity setzen. Sobald er seine Ausdauer verliert, runtergehen, dann in der Luft. Ich glaube nicht, dass er in der Luft tankt. Doch. Hat er bei mir gerade gemacht. Ich habe irgendwie wieder volle Ausdauer. Bei mir hat das nämlich gemacht. Wenn du nicht drauf sitzt. Gut, probiere ich auch.
dann bin ich schneller. So, jetzt nur noch einmal von links nach rechts und dann hab ich es auch. Das ist halt so Aufgabe, oder ist es gut, dass die Leute deine Sicht sehen? Grüße, Traumeule! Ja. Und fertig. Wie oft drehen war das jetzt? Einmal. So, bei mir kam auch gerade eine Aufgabe rein. Aufgabe killt jeweils pro Spieler 10 Raptoren, 10 Rexe, 10 Spinos und 10 Mosas. Zeit bis Streamende jeweils 4-mal drehen, wenn geschafft. Wer hat denn die Aufgabe gestellt? Silvan, Problem ist, die wird Ausrottung nicht möglich sein, weil wir das Problem haben, dass so und so viele Spinos als Beispiel jetzt da rumlaufen. Ich meine, das waren nicht unbedingt 10. Und wenn die weg sind, sind die weg. Bis zum nächsten Server nicht da, oder bis wir auf unserem Glücksrad irgendwann mal Wild Dino Kill kriegen. Ja, wir haben ein neues Feld auf dem Glücksrad. Nicht so möglich sein. Es gibt ein neues Feld auf dem Glücksrad. Dann wird sie sich an den zweiten Server schon setzen. Das ist ja auch schon nicht mehr weit. Ich habe mich gestern oben mit ihr an das Winnerrad gehockt. Dabei hat er mich mitten aus der LP rausgerissen. Ich krieg auf einmal so einen Discord-Call. Ja, ich habe da ein Problem. Ja, ich habe halt echt nicht gewiss, was ich auf das Rad klatschen soll. Weil es soll ja auch nicht OP sein. Ich meine, es ist eh Glückssache, ob man das überhaupt bekommt. Wobei, eine Sache ist OP. Wie man es sieht, eine, ne? Sache, wir haben extra was dahinter geschrieben. Ja, ich sehe das nicht so OP. Ich hätte lieber Dinge mitgenommen. Wir haben ein Feld gemacht. Wenn man das Feld bekommt, darf man ab da nicht mehr weiter drehen an dem Board. Weil, genau. Ich lass dich das sagen. Das war doch eine Idee. Nein, tatsächlich war es nicht meine Idee. Das hast du einfach nur abgeschnappt, obwohl es nicht meine Idee war. Aber egal. Nein. Wenn man dieses Feld erwischt, dann kriegt man alle seine Leben wieder zurück. Darf aber nicht weiterdrehen. Und ist auf der Nightmap? Man hat dann wieder die volle 10 Leben. Genau. So, also Silvan sagt, bezüglich meiner Aufgabe, die ich gekriegt habe, das ist ja der Sinn, deswegen kein Negativ, eventuell schafft es ja einer. Also die Raptore, ja. Die Raptoren, die Rexe, definitiv die Mosas, wahrscheinlich auch noch, durch die Unterwasserhöhlen. Dann kriegst du mindestens 4 Mosas zusammen. Nicht sogar 5. Bei den Spinos wird das, ja, weil zu Alepher Boss brauchst. Sehr knifflig. Ich muss zum Glück keine Spinos mehr farmen. Ich habe mein Zeug, was ich dafür brauche. Ich spreche das jetzt nicht aus. Er hat der letzte Stream gesehen, es geht ganz schnell, dass das alles wieder auf Null ist. Ja, und ich werde doch mal in die Eishöhle müssen. Dein Nemesis. Boah, ey, ich hab da schon so... Ich sehe einen Spino. Ha! Impi, ich sehe einen Spino. Ja. Asura hängt auch gerade an einem Spino. Oder ist es der Spino, den du siehst? Nein, glaube nämlich nicht. Warte mal, da ist eine Tüder, nur eine 45er Schale. Nee. Achtung. Asura, hast du jetzt schon einen Pulli mehr geholt? Nee.
Ah, merkst du was? Die scheiß Aufgabe, oder? Wer nimmt sich was vor und dann kommt irgendwas rein und bupp, weg. Ja, richtig. Das ist ein bisschen nervig. Jetzt wird gefragt, ob wir die Aufgabe annehmen oder nicht. Ich nehme sie nicht an. Ich auch nicht. Erstens, ich habe keinen Bock, das zu zählen.